Bei Mehmet Kara zeichnet aus, dass er gelassen ist auf dem Platz, Erfahrung hat. Ne? Mittlerweile bin ich jetzt auch schon 34. Ich denke, dass ich mit meiner Erfahrung einfach den Spielern, meinen jungen Mitspielern auch weiterhelfen kann. Ich habe jetzt über fast 10 Jahre in Münster gespielt und jetzt ein anderer Verein, aber für mich ist das einfach eine neue Periode im Fußball, also eine neue Zeit und ich möchte das Beste daraus machen. Ne? Ja, ich kenne ja René Lindner, der kommt ja auch aus Oberaden und Gian Jomas kenne ich auch. Ne? Und klar, man spricht halt, fragt halt rum, ne, wie der Verein ist und ob das alles so sportlich passen würde zu mir und zu meiner Familie und so weiter. Und ja, ich habe nur Positives gehört und von daher habe ich mich dann dazu entschlossen, hierhin zu wechseln. Rot-Weiß Aalen darf in der Liga nicht Platz 14 nochmal erreichen. Das wäre nicht so gut und ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall oben mitspielen können. Meine Eindrücke sind sehr positiv. Ich meine, wenn man sich mal das Umfeld hier anschaut, hat der Verein eigentlich mit der Oberliga nichts zu tun. Ne? Deswegen tut es mir auch so ein bisschen im Herzen weh, wenn ich das so sehe, wo der Verein im Moment ist. Vom Umfeld her ist das mindestens Drittliganiveau. Ne? Ich werde natürlich alles dafür tun, dass wir mit den Fans gemeinsam hier ein super Jahr haben, ne? Und dass wir erfolgreich Fußball spielen, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.